Und damit herzlich willkommen. Wie ihr unschwer schon sehen könnt, soll es heute mal um das Thema Elektrizität gehen, beziehungsweise Strom im Allgemeinen. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, wie man Messgeräte richtig bedient. Ich habe vor mir hier mal zwei unterschiedliche Messgeräte. Das Messgerät, beziehungsweise auch, ich habe davon schon mal ein anderes gehabt, das habe ich euch beim Unboxing bereits schon mal ein bisschen vorgestellt. Da habe ich euch auch gezeigt, wie man mit der Zange richtig misst. Aus dem Grund möchte ich das jetzt aus dem Video rausnehmen, denn die Skala, die ist bei dem sowieso noch viel feiner einzustellen. Aber ansonsten haben jedes Messgerät eigentlich dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Denn ob ich jetzt das hier benutze oder das, ist es egal. Und da ich das schon mal im Unboxing gezeigt habe, fliegt das jetzt schon mal weg. So, kümmern wir uns um dieses Messgerät. Kurz zum Aufbau, beziehungsweise kurz, warum mache ich das Video überhaupt? Ich habe vor allen Dingen bei der Car-Hi-Fi-Playlist festgestellt, dass viele Menschen ein Problem haben, die Elektrizität so ein bisschen zu verstehen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu verstehen, was misst man wie und was misst man überhaupt wann. So habe ich zum Beispiel ganz oft schon mitgekriegt, dass die Leute Volt und Ampere einfach nicht auseinanderhalten können, obwohl es grundlegend andere Dinge sind. Und solche Sachen möchte ich hier in dem Video mal erklären, möchte euch auch zeigen, wie ihr das am Messgerät richtig einstellt und möchte mal ein paar Versuchsaufbauer machen, einfach nur ganz primitiv hier auf meiner ESD-Matte und hier mit 12 Volt, also ähnlich wie am Auto ankommend. Okay. Kurz das Messgerät vorgestellt für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, was es eigentlich ist. Messgerät, auch Multimeter genannt, kann halt mehrere Dinge messen. Wir kümmern uns heute um Ampere, um Volt und, also beziehungsweise um die Volt, um Volt und wir messen hier Durchgang. Das ist hier oben dieser kleine Teil. Ja, ich kann noch mal ein bisschen näher rangehen, vielleicht erkennt das dann ein bisschen besser. Kamera, würdest du mir bitte nochmal scharf stellen? Die ganze Zeit hat es geklappt. So, ist wunderbar. Wir haben jetzt also hier unten dran, wie gesagt, Ampere meine ich. Ampere mit Gleichstrom. Das ist immer diese gleichbleibende Linie. Ne, kann man sich relativ merken. Und dann haben wir unten drunter nochmal Ampere mit einem kleinen, mit dieser Welle. Das ist Ampere bei Wechselstrom. Also das, was zum Beispiel aus eurer Steckdose rauskommt. Eine Batterie, wie im Auto zum Beispiel, ist immer Gleichstrom. Das geht gar nicht anders. Ja? Und aus der Steckdose, wie gesagt, als Beispiel haben wir Wechselstrom. Das gleiche natürlich auch bei Volt mit Wechselstrom und Volt Gleichstrom. Und das Logo, wie gesagt, was wir dann auch noch brauchen, ist hier oben Durchgang. Da haben wir so ein Lautsprechersymbol und eine kleine Diodensymbol daneben. Okay, so Kamera, machst du wieder hier unten? Ja, okay. Gut, kurz zum Versuchsaufbau. Ich lege das Messgerät nochmal kurz zur Seite, das erkläre ich euch gleich weiter. Kurz zum Versuchsaufbau. Ich habe hier ein Computernetzteil auf der anderen Seite dran, deswegen sieht das jetzt alles ein bisschen so aus, wie es aussieht. Aber ich habe hier hinten sonst keine 12 Volt. Rot ist 12 Volt, schwarz ist Minus bzw. Masse. Ne? Hinten nicht die Farben so, Computernetzteil ist halt gelb 12 Volt und schwarz Masse. Deswegen habe ich das vorne mal gemacht, wie es im Auto ist. Also rot und schwarz. Rot ist Plus, schwarz ist Minus. Das gleiche zum Verlängern. Nachher habe ich hier mal noch ein rotes Kabel. Das sind einfach nur so eine Kroko-Klemme vorne dran. Ne? Da ist hier so eine, damit man es halt irgendwo ranklemmen kann. Das habe ich auch nochmal in schwarz und in rot. Dazu habe ich hier mal ein paar Lampen, die werden wir nicht alle testen, aber so als Beispiel, was es denn so gibt. Und hier mal noch so LED-Streifen, ne, da ist jetzt hier ganz toll aufgewickelt, LED-Streifen mit Kabel dran, auch wieder für 12 Volt Technik ist es natürlich alles. Und ich habe mal noch eine Kfz-Versicherung, wollte ich schon sagen, eine Kfz-Sicherung, da können wir auch noch ein bisschen was testen. Okay, was ich festgestellt habe ist, bleiben wir doch gleich mal bei der Sicherung, weil wir da drüber gesprochen haben. Was ich festgestellt habe ist, viele Leute wissen halt gar nicht, was man an der Sicherung so richtig misst. Nun, an der Sicherung in allererster Linie können wir erstmal messen, ob sie überhaupt funktioniert. Und das machen wir mit einer Durchgangsmessung. Moment, ich mache das hier mal ganz kurz hier rum. So, dazu stellen wir das Messgerät hier oben auf Durchgangsmessung ein. Das ist, wie gesagt, dieses Lautsprechersymbol. Das sieht bei jedem Mini mal anders aus. Ja, danke, liebe Kamera, dass du auch mitmachst. Da oben haben wir dieses tolle Symbol. Da stellen wir das einfach hin. Und unten stellen wir auch da, wo das Symbol ist. Da haben wir nochmal das Diodensymbol. Da stellen wir natürlich dann unser Plus rein, Minus bleibt im Normalfall immer gleich. Oh, ich habe das schon hier so oft, das ist ja so Gummi vorne dran hier. Das habe ich jetzt schon so oft rein und raus gemacht, das ist schon alles bei mir ein bisschen älter. Okay, so, passt. Dieses tolle Messgerät hat nämlich eine Eigenschaft und zwar ist das verpolungssicher. Das ist in dieser Sinne verpolungssicher, wenn ich jetzt zum Beispiel Ampere messen will, wo ja das und das, man sieht es hier oben drüber auch an den Bezeichnungen, wo die dafür zuständig ist, dann kann ich nicht da hinschalten. Erstmal ist es farblich markiert und wenn ich jetzt versuche weiter runter zu gehen, das ist jetzt die letzte Stufe, dann geht das nicht. Ich kann wirklich, also ich kann hier rankommen, aber ich kann nur bis hierher und weiter geht nicht. Warum? Ganz einfach, hier unten die Klappe, sie sagt mir, nee, Moment, hier ist es falsch angesteckt. Wenn ich den Stecker hier rausziehe, dann achtet mal drauf, dann kommt jetzt hier eine Klappe rüber. Plupp, und das Fach daneben geht auf.
Somit kann ich immer nur das anstecken, was ich wirklich auch benötige für den jeweiligen Messbereich. Und wenn ich dann noch höher messen will, also bis zu 20 Ampere kann dieses Messgerät, dann muss ich es wieder entfernen. Dann kann ich hier auf 20 Ampere wechseln. So, und dann kann ich das hier drüben anstecken. Und solange das angesteckt ist, kann die Klappe nicht wieder zugehen, also kann ich auch nicht wieder zurück. Ich kann jetzt zwischen den beiden 20 Ampere Möglichkeiten hin und her schalten, komme aber nicht mehr zurück, weil eben der Stecker hier drin steckt. Das ist wunderbare Mechanik und das ist für jeden Deppen richtig gut gemacht, denn so kann ich das rausziehen. Ja, seht schon, habe ich jetzt ein bisschen Druck aufgebracht. Und dann können wir hier oben einstecken. So, jetzt sehe ich, aha, dieses Teil brauche ich, also selbst wenn ich zu doof bin, die Symbole hier unten zu erkennen, kann ich mit dem Messgerät nicht sehr viel falsch machen. Okay, dann schalten wir das gute Stück natürlich an. Ist es für euch besser, wenn es eingeschaltet ist, das Licht? Oder, naja, ist egal. Wenn es eingeschaltet ist, ist es zu hell und wenn ausschalten, ist es zu dunkel. Aber jetzt macht nichts. Wir haben jetzt nämlich hier diese Durchgangsprüfung. Und wenn ich jetzt diese beiden Teile vorne zusammenhalte, dann haben wir einen Durchgang. Das registriert das Messgerät, zeigt uns auch einen Wert an. Und das Wichtigste für uns, es piept. Da haben wir ja extra nochmal einen Lautsprecher drin. Also, ja, deutlich zu hören. Ich mache wieder aus, sonst kriegt ihr alle Ohrenkrebs, ne? Ihr seht also wunderbar, ich kann das also wunderbar durchpiepsen nutzen. Genau dasselbe kann ich ja bei der Sicherung machen. Wenn ich jetzt wissen will, ob der Draht hier innen drin in Ordnung ist, dann kann ich versuchen, jetzt hier reinzufunzeln und dieses und jenes und kann hier schauen, ob da irgendwo was ist. Bei der sieht man es noch relativ gut, dass hier innen drin der Draht in Ordnung ist. Aber es gibt wirklich Sicherungen, vor allem wenn die dann schon ein bisschen korrodiert sind oder so weiter. Also gut, wenn sie korrodiert sind, wechsle ich sie sowieso aus, aber ist egal, da erkennt man es nicht. Also nehme ich mir die Durchgangsprüfung und dann mache ich einen Kontakt hier hin, einen Kontakt hier hin. Es piept, also muss der Draht hier innen drin in Ordnung sein. Wäre der irgendwo durchgeschmolzen, würde es ja keinen Kontakt geben, könnte es nicht piepsen. Und so einfach finde ich raus, okay, die Sicherung scheint noch in Ordnung zu sein. Das ist jetzt nur eine von den Arten. Wenn die Sicherung eingebaut ist, haben wir hier oben drauf zwei Kontakte. Wir haben die Möglichkeit, die Sicherung nämlich auch per Volt zu messen. Denn dann kann ich nämlich einmal hier und einmal hier jeweils abgreifen, ob Volt ist. Dann nehme ich mir den schwarzen Pin beim Auto zum Beispiel, indem ich irgendwo auf Masse gehe. So, fertig, legt er weg. Und dann, ja, also ich gehe zum Beispiel, Masse ist wirklich Masse. Das heißt, ich suche mal irgendwo ein Stückchen blankes Metall am Auto, weil eure ganze Karosse ist immer der negative Pol und der positive Pol kommt mit Kabeln, ne? Und dann messe ich hier unten, messe ich hier oben und dann weiß ich Bescheid, okay, ich habe überall 12 Volt anliegen und gut ist. Dann natürlich nicht auf Durchgang, sondern dann auf 12 Volt. Genau dasselbe machen wir jetzt erstmal. Wie messen wir denn überhaupt Volt? Also die Spannung. Die Spannung, das könnt ihr euch, also ich versuche das immer Eselsbrücke so zu bilden. Spannung und Ampere könnt ihr euch vorstellen wie eine Autobahn und zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Sagen wir mal ein Rennauto und ein LKW. Das Rennauto hat eine hohe Spannung. Das ist zum Beispiel, sagen wir mal, 20.000 Volt. Das ist das Rennauto. Wenn ihr jetzt eine Ladung von Rastplatz 1 zu Rastplatz 2 oder von der einen Autobahnauffahrt zur anderen Autobahnauffahrt übertragen müsst, dann gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ich fahre mit dem Rennauto, also mit 20.000 Volt. Das Rennauto kriegt aber kaum was an Stromstärke, also an Masse, an Menge von dieser Ladung, kriegt das kaum was weg. Ja, das passt eine Kiste auf den Beifahrersitz und dann muss das losrasen. Na klar, das Ding ist fünfmal so schnell auf dem nächsten Rastplatz und kann das wieder ausladen, hat aber nur ganz wenig mit. Muss dann also wieder zurückfahren, wieder hin, wieder zurück, wieder hin. Das heißt, eine hohe Spannung braucht mir relativ wenig Platz, relativ kleine Kabel also, weil wir auch wenig Stromstärke brauchen. Also was heißt brauchen? Können, sagen wir mal so. Und ein LKW ist genau andersrum. Ein LKW ist langsam, kann dafür aber sehr viel mitnehmen. Das hat eine hohe Stromstärke. Der kann halt vielleicht den ganzen Rastplatz mit einmal einladen. Dort alles, was da rumliegt, fährt nur einmal. Fährt langsam, hat wenig Spannung, fährt dafür aber richtig viel. Und damit brauchen wir dicke Kabel, große Kabel. Und im Auto haben wir 12 Volt, deswegen brauchen wir dort relativ dicke Kabel. Das ist jetzt hier ein blödes Beispiel. Aber wir brauchen relativ dicke Kabel, um beispielsweise den Anlasser anzumachen. Oder was haben wir noch? Bei Diesel ist es noch krasser. Ne? Da ist noch viel größere Spannung und da brauchen wir noch viel mehr Strom, um den Anlasser zu betreiben. Bei Soundanlagen sowieso, ne? Da haben wir eine 12-Volt-Technik, die haben wir ohne Scheiß, da haben wir manches Mal 35 oder 50 Quadratkabel, nur damit wir hinten ein bisschen Musik im Kofferraum haben. Das brauchen wir bei 230 Volt nicht, da reicht so ein dünnes Käbelchen, um unser Subwoofer im Wohnzimmer einzustecken, na gut, das ist vielleicht wirklich ein bisschen sehr dünn, aber so 1,0, 1,5 Quadrat oder sowas, das reicht vollkommen aus, weil da haben wir eine höhere Spannung, wir können also schneller diesen Transport machen und so können wir es auseinanderhalten. Ampere ist also die Masse an Strom, so kann man sich das mal ein bisschen bildlich vorstellen und die Spannung ist die Geschwindigkeit, wie schnell der Strom fließt. Gut, hätten wir das erstmal mit einer kleinen Eselsbrücke versucht zu erklären, vielleicht kann sich der ein oder andere ein bisschen was vorstellen. So, jetzt wissen wir aber auch, dass hier in der drinne zum Beispiel, hier liegt eine Spannung an. Eine Spannung liegt immer an. Ne? Die Fahrzeuge, die können immer fahren. Ob die was transportieren oder nicht, das ist völlig wurscht. Die Fahrzeuge fahren immer. So, müsst ihr euch das bildlich vorsprechen, beziehungsweise könnten die fahren. Und der LKW, nur weil der leer ist, hat ja nicht ein anderes Tempo.
bildlich gesprochen, ne? Bildlich gesprochen. Der fährt immer seine, was weiß ich, 80, 90. Und das Rennauto fährt eben immer seine 250 oder noch schneller. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Spannung also zu messen. Spannung liegt immer an, wenn Strom da ist. Das heißt, wir schalten unser Messgerät auf Gleichstrom und Volt, und zwar immer auf den höchstmöglichen Messbereich. Es gibt Messgeräte, Moment. Es gibt Messgeräte wie dieses hier zum Beispiel. Da haben wir nur Volt, nur eine Möglichkeit hier einzustellen. Das erkennt selber, welchen Messbereich es wählen muss. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Messgeräte wie diese hier. Da muss man es manuell wählen. Und bei solchen manuellen Messgeräten wird immer der höchstmögliche Wert als erstes eingestellt. Das machen wir aus dem Grund, damit wir das Messgerät nicht beschädigen. Weil das Messgerät erwartet hier, dass hier einige Millivolt ankommen. Und dann jagen wir dadurch vielleicht mehrere tausend Volt. Dann kann das Messgerät unten drunter Schaden nehmen. Damit das nicht passiert, fangen wir immer beim Höchsten an und gehen dann lieber wieder ein Stückchen zurück. Also in dem Fall bei der Einheit 1000. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir können jetzt entweder hier messen oder hier innen drin. Da sind ja auch Schrauben. Da messe ich jetzt, weil es ein bisschen leichter für mich ist. Plus ist das Rote auch am Messgerät. Minus ist das Schwarze. Also Plus aufs Rote und Minus aufs Schwarze. Wenn das vertauscht, wäre nicht so schlimm. Und ihr seht schon, bei dem riesen Messgerät steht dort 011. Also ne, 11, aber mit einer 0 davor. Das heißt auf jeden Fall der falsche Messbereich. Wir müssen also etwas Kleineres wählen. Also, was machen wir? Wir gehen eine Stufe runter. Plopp. Wir haben jetzt hier, da steht jetzt hier die 200. Ne? Wir haben jetzt den nächst kleineren Messbereich gewählt. Gehen hier drauf. So. Und sehen, aha, 12,1. Damit können wir schon was anfangen. Die 0 vorne dran ist verschwunden. Wäre also schon ein guter Messbereich. Wenn wir es jetzt noch ein bisschen genauer messen wollen, wenn wir zwei Nachkommastellen haben wollen, könnten wir noch einen Messbereich runtergehen. Dann ist aber echt gut. Weiter gehen wir nicht runter. Messen wir nochmal. Jetzt haben wir hier 12,21. Ob das Messgerät bzw. mein Netzteil auf der anderen Seite überhaupt so genau funktioniert, möchte ich bezweifeln, wobei es sogar relativ stabil bleibt. Ja? Also wir haben jetzt den Messbereich gefunden. Wir quizzen jetzt, 12,21 Volt liegen hier an diesen beiden Kabeln. Auch ohne Verbraucher. Deswegen habe ich das extra offen gelassen, damit ihr seht, Spannung liegt immer an und kann ich immer messen. Egal, ob ich da hinten was anschließe oder nicht. Wenn ich zwei Kabel sehe, kann ich die messen und dann weiß ich, ob da Strom drauf ist oder nicht. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ich hoffe, ihr erkennt das auch alles richtig. Ich bin immer so ein bisschen, sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Ich weiß nicht, vielleicht messen wir es nochmal so nach. Je nachdem, aber naja, das sieht man nicht so gut, weil von der linken Seite leider die Lampe leuchtet. Aber 12,2120 so in der Drehung. Wenn ich die beiden jetzt hier miteinander vertausche, das machen wir jetzt einfach mal, dann passiert da auch nichts. Da geht das Messgerät nicht kaputt. Braucht also keine Angst haben, wenn ihr das falsche Kabel erwischt. Ich mache das mal. Dann zeigt es nämlich nur an minus 12,2 Volt. Weil das Messgerät dann einfach andersrum leuchtet, andersrum funktioniert. Ich mache das mal aus, das Licht. So, ja. Also ihr seht trotzdem, minus kann die Batterie nicht haben. Dementsprechend wisst ihr, aha, ihr habt das einfach nur vertauscht. Und wenn ich es wieder andersrum tausche, ja, dann ist es kein Problem. Dann haben wir wieder unsere 12 Volt ohne die Minus-Vorzeichen. Also wenn die vertauscht werden, kein Thema. Gut, jetzt wisst ihr, was Spannung ist. Ihr wisst auch, wie man Spannung misst. Jetzt bauen wir uns doch hier, das lege ich mir mal kurz zur Seite, jetzt bauen wir uns doch hier erstmal was auf, um dann auch mal zu messen, wie viel Stromstärke eigentlich fließt. Weil die Stromstärke kommt ja natürlich immer darauf an, wie der Verbraucher aussieht. Wenn ich am Rastplatz wenig liegen habe, dann, ja, dann ist es auch eine andere Stromstärke. Ist ja logisch. Damit es hier für mich ein bisschen einfacher wird, mache ich erstmal hier ganz kurz einen Aufbau. Ich nehme rotes Kabel für rot, ne? Das ist jetzt hier hinten. Und hier machen wir jetzt das Minuskabel rein, den Massekabel. So, gut, jetzt habe ich das einfach hier hinten und jetzt kann ich hier hinten dran nämlich immer meine Sachen anschließen mit Hilfe dieser GoGo-Klemme. Das ist einfach jetzt für mich ein bisschen einfacher. Lampen und so weiter, ist alles okay. Die Sicherung legen wir mal zur Seite, die haben wir jetzt schon durchgetestet. So, nehmen wir doch hier mal das. Ja, super. So. Jetzt haben wir hier unser tolles zusammengerolltes Bändchen von LED-Band. Und hier drin haben wir auch wieder zwei Kabel, ein schwarzes und ein rotes, beziehungsweise das eine ist rot-schwarz, das andere ist durchgehend rot. Das, was durchgehend rot ist, kommt auch bei uns ans Rote, das ist der Plusseite. Und bei schwarz kommt dann logischerweise das andere ran. Und dann werden wir sehen, ja, wir sehen schon, plupp, da leuchtet das gute Stück. Ja? Ist jetzt so ein ganz einfaches LED-Band, wer hätte es gedacht. Für euch total überlichtet, aber das ist auch wurscht, reicht für unseren Aufbau. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht zusammenkommen. Den Kurzschluss wollen wir nicht bilden. Ich lege das mal ein bisschen an den Rand hier. Ihr seht es ja immer noch leuchten, aber dass es euch nicht die ganze Zeit stört. So, wenn wir jetzt wissen wollen, wie viel Ampere oder Milliampere denn diese tolle Spule jetzt braucht, damit wir wissen, dürfen wir denn überhaupt so viel, was weiß ich, sagen wir mal 5, 6 Spulen an ein Kabel hängen, damit wir das überhaupt wissen, da müssen wir die Ampere messen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier nicht zusammenkommt. Das wäre ein bisschen doof. Mache ich mal die Schutzkappe hier ein bisschen weiter vor. So,
Ja, das ist nicht so gut. Ne, ich habe jetzt keine Sicherung hier in dem Kreislauf, deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch nur Versuchsaufbau, das im Auto ist das ja eine ganz andere Geschichte. So, damit wir das jetzt messen können, wie viel denn hier in dem Kreislauf gefördert wird, müssten wir uns als Polizeikontrolle an unsere bildlich gesprochene Autobahn stellen, müssten die Leute anhalten und müssten gucken, okay, wie viel hast du denn auf deinem Beifahrersitz liegen, beziehungsweise wie viel hat denn der LKW geladen. Anders wissen wir das nicht. Und genau dasselbe machen wir auch. Wir halten jemanden an und zwar messen wir das. Wir haben jetzt das Messgerät hier eingeschaltet und zwar auf Volt noch. Das müssen wir jetzt auf Ampere umstellen. Das sehen wir hier unten schon. Wir müssen also hier unten auf Milliampere, beziehungsweise wir fangen mit dem höchstmöglichen an, das heißt mit Ampere. Ich gehe mal hier rum. Das höchstmögliche wäre 20 Ampere bei Gleichstrom. Und dementsprechend geht ja schon das Fach hier auf, steht ja auch oben drüber. Dann stecken wir das hier rein. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir können uns das jetzt erstmal bildlich hier angucken. Aktuell läuft ja der Stromkreis so: Das rote Kabel ist kommend, ne, geht hier oben rum, bla bla bla, geht hier rein in das Ding, wird dann hier zum Leuchten gebracht und derselbe Kreislauf geht wieder zurück in das Schwarze und kommt dann hier wieder an. Das heißt, es kommt von rot, geht in den Verbrauch rein und geht wieder zum Schwarz wieder raus. Und genau dasselbe merken wir uns hier bei dem Messgerät auch. Es kommt von rot, das kommt also in die Seite, die von der Batterie kommt, und geht in Schwarz wieder raus. Und deswegen öffnen wir jetzt hier, die Lampe wird jetzt aufhören zu leuchten, ist logisch, ich habe den Strompreis unterbrochen. Aus Schwarz kommt es aus dem Messgerät wieder raus. Wir messen also Ampere in Reihe. Wir stellen uns auf die Autobahn und gehen da mit einer Waage hin und messen alles, was dort geht oder mit als Polizeikontrolle. Ne? Alles muss bei uns drüber, sonst kommt er nicht ans Ziel. Und das andere halten wir hier ran. In dem Normalfall nicht direkt an die Kontakte greifen. Ich weiß aber, dass hier 12 Volt sind, dementsprechend mache ich das jetzt mal so. Für unseren Versuch reicht das. Die Lampe leuchtet wieder. Der Strom geht jetzt hier rein, in das Messgerät rein, wird hier gemessen, ne? Über den roten wird gemessen, geht ins Schwarze wieder raus, blub, 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 geht dann hier in das Rote rein und das Ding kriegt gar nicht mit, dass irgendwas angehalten worden ist, beziehungsweise dass wir das zwischendurch messen. Was wir aber sehen, ist mit 0,08, dieser Messbereich nützt uns rein überhaupt nichts. Also hier müssen wir den Messbereich wieder verändern. Ist kein Problem, wir lassen mal kurz hier los. So, ziehen hier das Rote wieder raus, ändern den Messbereich auf den nächst kleineren, das haben wir ja nur auch schon gelernt. Einmal rum, dann switcht das hier um. Ich stecke das hier wieder rein. Wir messen dasselbe wieder, indem ich das hier reingehe. Lampe geht wieder an und sehen jetzt, aha, mit dem Messwert können wir schon was anfangen. 92 Milliampere. Ne, wir haben hier Milli eingestellt, da steht auch nochmal M dahinter. Das heißt, wir sind so ein bisschen was über 90 Milliampere, hat jetzt diese tolle LED-Streifen. Und somit wissen wir auch, wie viel Strom hier fließt. Die Stromstärke von 90 Milliampere ist jetzt nicht wirklich gravierend. 12 Volt, 90 Milliampere, das ist eigentlich nichts. Ja, ist logisch, das sind auch LEDs hier innen drin, die LEDs haben kaum Strom. Ne? Aber so einfach können wir das rausfinden, so einfach können wir auch Stromstärke messen. Was bringt uns das jetzt, wenn wir die Stromstärke gemessen haben? Nun, wie gesagt, die Kabel haben einen gewissen Querschnitt, das ist ähnlich wie die Autobahn. Wenn ich genau weiß, ich muss 1 Million Autos innerhalb von 10 Sekunden über die Autobahn jagen, dann werde ich feststellen, oh, eine einspurige Autobahn reicht dafür nicht. Als Beispiel, ne? Ich übertreibe es mit Absicht. Und genau dasselbe ist hier bei den Kabeln auch. Nicht jedes Kabel kann unendlich viel transportieren. Und dementsprechend müsst ihr darauf achten, gerade bei Subwoofer zum Beispiel, wenn ihr wirklich dort 600 oder sowas Ampere zieht, und sowas habe ich schon verbaut, mit wirklich 600 Ampere Stromentnahme, dann müsst ihr halt darauf achten, dass ihr wahnsinnig viele und wahnsinnig querschnittsgroße Kabel verbaut. Ne? Das war damals ein Auto, das war die komplette Rücksitzbank, war rausgebaut, da waren glaube ich, 6 oder... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... 6 oder 7 Endstufen alleine waren nur für die Subwoofer zuständig. Wir hatten dann noch 2 Subwoofer für die restlichen Systeme, also 2 Endstufen für die restlichen Systeme und so sind wir auf rechnerisch auf 600 Ampere gekommen. Und 600 Ampere bei 12 Volt Technik, wir hatten alleine 4 Autobatterien und die waren innerhalb kürzester Zeit leer. Also das sind Ströme, das ist Wahnsinn. Ne? Das schafft eine Lichtmaschine zum Beispiel alleine, schafft das überhaupt nicht. Also wenn es eine gute Lichtmaschine ist bei einem Benziner, die schafft pro Stunde 90 Ampere zu laden. Ne? 90 Ampere schafft die pro Stunde. Ne? So ein Subwoofer, das zieht 600 und das, naja, egal. Okay, also ihr seht schon, ihr müsst da ganz anders rechnen. Ne? Ihr müsst dann immer darauf achten, bei der passenden Stromstärke auch die passenden Kabel. Dafür gibt es unzählige Tabellen im Internet, welche Kabelstärke ihr braucht. Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, ein stärkeres Kabel zu verlegen, was ihr dann vielleicht gar nicht braucht, ist zwar weniger schön für euer Geldbeutel, aber für eure Sicherheit in Ordnung. Irgendwann ist es dann auch dämlich, weil der Leitungswiderstand steigt, aber darum gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Ja? Also man sollte schon die Kabel richtig dimensionieren. Dafür braucht man die Amperemessung. Gut, im Großen und Ganzen reicht das jetzt eigentlich auch schon. Was kann ich euch noch zeigen? Ja, wenn ihr Wechselstrom messen wollt, dann ist genau dasselbe. Ich mache das hier mal wieder raus. Ich ziehe auch mal mein Netzteil hier mal raus, damit wir hier keinen Strom mehr drauf haben. So.
Ihr wisst jetzt erstmal 12 Volt Technik, wie gesagt, ganz einfach. Durchgangsprüfung ist klar, Volt ist klar, Gleichstrom. Und wenn ihr natürlich jetzt mal irgendwo Spannung messen wollt in Form von Wechselstrom zum Beispiel, dann könnt ihr natürlich da genauso einstellen. Ne? Wir haben hier die Möglichkeit, kann ich nicht drehen. So, 700 wäre hier jetzt das Größte bei Wechselstrom. Ne? Diese Welle heißt Wechselstrom. Und die bleiben jetzt einfach mal. Und was machen wir da jetzt hier? Moment. So. Ich muss hier erst einmal... Das ist hier dieser Gummi bei mir an dem Messgerät. Der ist ein bisschen, wie gesagt, ist schon bestimmt schon 10 Jahre alt oder sowas, das Teil. Ich weiß nicht, ob da irgendwo was draufsteht. Na, egal. So, wir haben jetzt Wechselstrom eingestellt. Volt Wechselstrom und haben hier auf den höchstmöglichen Messwert eingestellt. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier eine Steckdose nehme, wer hätte es gedacht, hier habe ich eine Steckdosenleiste, und hier jetzt beides miteinander messe, dann zeigt mir das Ding jetzt auch an. Ich hoffe mal, wenn ich das hier hochlege, ist vielleicht besser mit Licht, genau. Das heißt, nicht auf die Erdung haben wir immer auf dieser Seite. Ne? Wir haben dann hier einmal die Faser und einmal den Nullleiter, was jetzt von was ist, ist mir egal und das weiß ich nicht. Das ist mir auch bei Wechselstrom völlig wurscht. Und dann müssen wir mal schauen, ob das jetzt durch die Kindersicherung überhaupt einzeln funktioniert. Ja, da ist so eine tolle Kindersicherung hier drin. Ja, jetzt. So, und jetzt sehen wir schon, mit 117 Volt, das ist kein richtiger Kontakt. Hier habe ich irgendwo den Kontakt nicht richtig gegeben. 230 Volt kommen normalerweise aus der Steckdose. Wenn der Kontakt nicht perfekt ist, mal sehen, welcher das jetzt gewesen ist, dann schwankt das natürlich ein bisschen. Aber ihr seht schon, ich habe das jetzt, weil ich es auf Wechselstrom gestellt habe, sehe ich jetzt auch wunderbar, aha, 223, 224, ein bisschen Schwankung gibt es immer. Das ist normal, 230 ist der Richtwert. Bei einigen Steckdosen hat man auch mal 232 oder sowas, das ist dann auch kein Problem. Macht sowas, vor allen Dingen mit echten Steckdosen, bitte nur, wenn ihr wisst, wie ihr euer Messgerät einschalten müsst. Und vor allen Dingen bei solchen Dingen wie Steckdosen, da greift ihr bitte nicht mehr einfach so ran und haltet das Messgerät an irgendeine Phase ran mit dem Daumen. Das tut nämlich weh. Also, Gedanken ein bisschen zusammennehmen. Strom ist nicht so lustig, wie es immer aussieht. Strom kann man nicht sehen, kann wehtun. Macht da ein bisschen langsam, macht da bitte wirklich langsam. Wenn ihr euch unsicher seid, dann macht es bitte gar nicht. Denn auch im Auto könnt ihr euch irgendwo richtig ordentlich wehtun. Bestes Beispiel, ich habe mir damals mal Zündfunken eingefangen beim PKW, weil ich in die Zündkerze, also den Zündkerzenstecker, also die Zündspule, das war eine Verteilerkappe und da ging ein Zylinder ging nicht. Und da dachte ich mir, okay, könnte ja sein, dass irgendwas da nicht in Ordnung ist, und wollte während des Betriebs einfach den Zündkerzenstecker runterziehen. So kann man einfach prüfen, ob der Motor dann schlechter oder besser läuft. So kann man prüfen, okay, wenn ich jetzt vom ersten Zylinder runterziehe und er läuft noch ganz genauso schlecht, dann weiß ich genau, aha, ist der erste Zylinder, der nicht richtig läuft. Dann brauche ich mich nur noch auf den konzentrieren. Und ich habe den halt runtergezogen und beim Runterziehen bin ich irgendwie so doof an dieses Metall unten reingekommen und dann habe ich eben von der Zündspule die volle Möhre abbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 1000 Volt das waren, aber es hat auf jeden Fall richtig ordentlich gescheppert. Und es tat echt sehr unangenehm weh. Also nur weil da irgendwo eine 12-Volt-Batterie verbaut ist, heißt das nicht, dass ihr überall sicher seid und ihr euch da reinlegen könnt. Das wollte ich euch damit jetzt eigentlich sagen. Es gibt auch im Auto, also im PKW vor allen Dingen, gibt es auch Ströme, da solltet ihr nicht hinfassen. Und dazu zählt definitiv die Zündspule. Ne, man überlebt das, aber es tut höllisch weh und es ist extremst unangenehm. Deswegen erst Gedanken einschalten. Okay, sehr viel mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen was erzählen, ein bisschen was beibringen, wie man Volt und Ampere misst. Und das mit der Autobahn hoffe ich, dass das so ein bisschen verstanden wird, was ist der Unterschied zwischen Volt und Ampere ist. Ja. Und ja, ich hoffe, dass jetzt jeder so ein bisschen Bescheid weiß, wie das funktioniert und kann jetzt vor allen Dingen beim Car-HiFi ein bisschen besser loslegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für das Grundlagenvideo und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.